Wir haben ja gerade gesehen, das ist nicht ganz so einfach, den Geist auf einen Punkt zu bekommen. Er will nämlich nicht. Der bietet uns Widerstand. Wir sagen ihm, er soll jetzt arbeiten, und das macht er aber nicht. Und weil es die Arbeit so einfach ist, ist ja nicht, wo wir darüber nachdenken müssen. Ganz simple Arbeit. Sagen, Geist, jetzt konzentriere dich einfach mal auf das Butter, und dann will er nicht. Ne? Und warum ist das so? Und dann gehen wir, fangen wir an mit der Lehre des erhabenen Buddhas. Was sagt uns der erhabene Buddha? Der sagt uns, der gibt uns vier edle Wahrheiten an die Hand. Die erste der edlen Wahrheiten ist die Wahrheit vom Dukkha. Was ist Dukkha? Unsere Rastlosigkeit, die Unzufriedenheit, Schmerzen, Leiden, alles, was irgendwie unbefriedigend ist. Auch Langeweile. Das ist alles Dukkha. Es gehört alles, fällt alles unter diesen einen Begriff Dukkha. Und dann haben wir schon, das sehen wir's. Und der erhabene Buddha hat gesagt, alle Wesen, egal wo sie auch sind, ob sie nun im Himmel sind, oder Menschen sind, oder Tiere sind, oder Wesen in der Hölle, alle haben Dukkha. Und je tiefer unten wir sind, umso mehr Dukkha haben wir. Und je weiter oben wir sind, umso mehr Sukha, also das Gegenteil von Dukkha, also Glück oder Glücksgefühle. Aber auf der menschlichen Ebene haben wir genug Dukkha. Und das sehen wir Tag ein Tag aus. Ne? Wir wachen auf und schon haben wir Dukkha. Wir gehen zu Bett und schon haben wir Dukkha. Und wann haben wir mal während des Tages irgendwelche angenehmen Gefühle? Wo wir sagen, ah, schön. Ne? Wo wir sagen können, ach, das Leben ist doch schön. Ne? Wie oft haben wir das? Ne? Fast nicht, ne? Wenn wir nämlich das mal einen Moment in unserem Tagesablauf haben, dann denken wir schon, ah, das war heute ein voll erfolgreicher Tag. Ne? Heute haben wir mal schön gelebt. Ne? Und dann erinnern wir uns den ganzen Tag an diese 5 Minuten oder 10 Minuten, die wir hatten, wo man wirklich zufriedenes, außerordentlich zufriedenes Gefühl haben. Und dann kann man uns den ganzen Tag lang erinnern und wir sind den ganzen Tag lang glücklich. Und sonst, wenn man an einem Tag so ein Gefühl nicht haben, dann sind wir unglücklich. Und so wenig braucht man eigentlich schon zu unserem Glück. Nur mal 5 oder 10 Minuten wirklich tiefes Glück. Ne? Und das macht uns einen Tag. Jetzt überlegt euch mal, wenn einer, die Menschen können im besten Falle, können sie 50% ne, Zucker haben und 50% nur Zucker. Wenn man einen halben Tag lang nur diese angenehmen Gefühle oder diese glücklichen Gefühle hätten, ne? Dann wären wir schon im Himmel. Ne? So, das liegt an uns. Ne? So, das ist die erste der edlen Wahrheiten, dass wir Dukkha haben. Und es ist aber auch so, ne, dass die Wesen im Himmel auch Dukkha haben. Natürlich, nur je höher sie sind, ne, umso weniger haben sie davon. Aber es gibt kein Wesen in diesem Universum, das nicht Dukkha hat. So, und was ist die Ursache für unser Dukkha? Das ist die zweite der edlen Wahrheiten. Dieses Begehren, dieses ständige Wollen, dieses Sein wollen, werden wollen, nicht sein wollen, nicht werden wollen, dieses Anhaften an, diese Gier oder diese Hass, diese Ablehnung. Das bringt natürlich Dukkha. Wenn wir uns vorstellen, wir wollen das haben und das bekommen wir nicht, Dukkha. Wenn wir das bekommen, was wir nicht haben wollen, Dukkha. Ne? Wir stellen uns ja, unser ganzer Tag ist ja voll von diesen Wünschen. Ne? Wir wollen das, wir wollen das. Wir wollen, dass unser Mann so ist oder dass er das für uns macht und macht er nicht, Dukkha. Ne? Oder unser Freund ist so oder so oder so. Oder wir wünschen, dass er heute kommt, dann hat er keine Zeit, Dukkha. Ne? Oder wir haben keine Lust auf ihn und dann kommt er trotzdem, Dukkha. Was auch immer, ne? Ob das jetzt nun in unserer Arbeit ist oder beim Studium ist oder sowas, ne? Und es ist einfach nur, weil wir, wenn wir die Welt so akzeptieren könnten, so wie sie ist, wenn wir die Menschen so akzeptieren könnten, so wie sie ist,
dann hätten wir auch keinen Drucker. Und da wir es nicht so akzeptieren können, und da wir ständig wollen, dass die Welt anders ist, als wir uns vorstellen, oder als sie ist, wir stellen uns vor, dass sie anders sein sollte. Ne? Heute sollte es warm sein und dann kommt Regen. Ne? Heute sollte kalt, kühler sein und dann wird es richtig heiß. Oder so, oder so. Oder eigentlich sollte ich einen Job haben, der mir Geld mehr Geld bringt. Und ich habe keinen. Ne? Ich schaue auf meine Freunde und dann bin ich neidisch. Ne? Immer alles. Ne? Und das geht tagtäglich ein und aus. Dieses Wollen, diese Gier oder diese Ablehnung. Ne? Gier ist Wollen, ne? Und Ablehnung ist Hass. Hass kann alles sein. Hass kann wirklich zu tiefgründigen Hass sein, wo man die andere Person gar nicht ausstehen können oder nicht selbst das Leben nehmen wollen, weil sie so in unserem Weg steht, dass man das gar nicht aushalten kann. Und Gier in einem extremen Fall ist etwas, das man ohne das nicht auskommen kann. Dass man das unbedingt haben müssen und sei es was auch immer, dass man das bekommt. Und jede Form von Wollen ist eine Form von Gier und jede Form von Ablehnung ist eine Form von Hass. So. Das ist die zweite der edlen Wahrheiten, warum das Dukkha ist. Wären wir vollkommen zufrieden, ohne Wünsche, dann wäre auch kein Dukkha da. Wären wir glücklich und zufrieden. Und das ist, warum wir in der Meditation den Geist zur Ruhe bringen. Ne? Weil wenn der Geist zur Ruhe ist, dann hat er kein Dukkha. Wenn wir den Geist, wenn wir die Gedanken und Erinnerungen auf einen Punkt bringen können, wo sie nicht mehr erscheinen, ja, dann sind wir plötzlich glücklich und zufrieden. Und dann wollen wir nämlich nichts. Ne? Unser Wille oder unser Wünschen kommen immer nur in Form von Gedanken oder Erinnerungen. Unsere Ablehnung genauso. Und wenn wir aufhören zu denken, na, wo kommen dann unsere Sorgen her? Wo kommen unsere Nöte her? Das können doch gar nicht kommen. Wo kommt unser Alleinsein her? Wenn wir uns allein fühlen, dann ist doch ein Gedanke, ist doch ein Ding. Ne? Und wenn wir keine Gedanken und Erinnerungen haben, wenn wir einfach nur sind, wenn wir einfach nur eins mit der Natur sind, ja, dann fühlen wir uns auch glücklich und zufrieden. Und das ist einer der Zwecke der Meditation erstmal, der Praxis, den Geist auf einen Punkt zu bringen und so lange auf dem Buddha zu bleiben oder so lange auf dem Atem zu bleiben, bis der Geist aufhört zu denken und sich zu erinnern. Ja, und dann tritt Ruhe im Karton ein. Das ist dasselbe, ich sage das ist dasselbe, denn wenn wir raus in die Natur mit unserer stinkenden Kiste fahren, ne? Und dann schauen wir die Natur uns durch die Fenster an und im Auto platt das Radio und der Motor läuft. Und dann fangen wir an, das Radio auszustellen und dann fangen wir an, den Motor auszustellen und plötzlich hören wir die Geräusche der Natur. Und dann machen wir noch die Tür auf und gehen raus und dann sind wir voll in der Natur drin. Und genau das ist Meditation. Wieder zu uns, zu unserer Natur des Geistes zurückzukommen. Und da ist nichts das, was wir uns wünschen. Wir sind einfach zufrieden, das heißt aber noch lange nicht, dass die Welt aufgehört hat. Die Welt ist noch in ihrem Vollen da. Ob das nun in Form von Geräuschen sein mag, oder von Bildern sein mag, oder Phänomenen, anderen Phänomenen, was auch immer da kommt. Ne? Wir sehen das. Und es zieht vorbei wie die Wolken. Das ist dasselbe, wie wenn wir am Meer sitzen und eine Welle nach der anderen schauen. Und wir sind glücklich und zufrieden. Wir wollen nämlich nichts anderes. Ne? In dem Moment. Und deswegen müssen wir uns natürlich extrem bemühen, diesen Geist mal zur Ruhe zu bringen. Und schaffen wir das einmal, was nicht von heute auf morgen geht, das ist ganz klar, dann wissen wir, dass wir was gefunden haben, was unvergleichlich ist mit all den Dingen, die wir in der Welt haben können. Und wo ist das? In unserem eigenen Herzen. Nirgendwo anders. Das ist nicht dort, das ist nicht dort drüben, das ist da, 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 da. Das birgt nämlich alles in sich. Und das ist der Grund, warum wir anfangen zu praktizieren. So, jetzt kommen wir aber zu der dritten edlen Wahrheit. Wir haben ja die ganze Zeit von Dukkha gesprochen, oder was die Ursache ist von Dukkha.
Und die dritte der edlen Wahrheiten sagt, es gibt ein Ende von Dukkha. Es gibt das. Es gibt da, wo das Dukkha aufhört. Und die vierte der edlen Wahrheiten ist der Weg, der zum Ende alles Dukkhas führt. Und es ist der Weg über Sila, Samadhi, Panya. Was ist Sila? Sila sind die fünf Tugendregeln. Samadhi ist die Fähigkeit, sich auf einen Punkt zu konzentrieren und vor allem auch diese Geistesgegenwart zu üben. Wirklich in jedem Moment geistesgegenwärtig zu sein. Und Panya heißt Weisheit entwickeln. Das heißt, nicht Wissen entwickeln, sondern Weisheit. Weisheit sind Erfahrungen oder Einsichten, die wir mit unserem Herzen machen. Wenn wir etwas sehen, das etwas unheilsam ist, weil es irgendwo Aufregung in unserem Herzen verursacht, dann ist das eine Form von Einsicht oder eine Form von Weisheit. Je tiefer die Weisheit geht, umso eher lässt sie los. Das ist wie das Kind, das ständig die Hand ins Feuer streckt und in dem Moment, wo das mal achtsam ist auf die Hand, dann zieht es es sofort zurück. Macht kein zweites Mal. Das ist Weisheit. Und die kann man nicht lernen. Man kann dem Kind so oft sagen, das Feuer ist heiß, verbrennt dich nicht, und es passt aber nicht auf, und ständig verbrennt sich. Und dann, wenn es mal achtsam ist auf die Hand, was da passiert, dann kriegt es die Erfahrung mit, und dann zieht es sofort aus dem Feuer, ganz automatisch. Da braucht man dem nicht zu sagen. Das ist die Form von Weisheit. So, was sind die fünf Tugendregeln? Die fünf Tugendregeln sind der Schutz, nicht abzustürzen. Der Schutz, um nicht in die unteren Daseins- oder niederen Daseinsbereiche zu gelangen. Wir als Menschen sind als Menschen geboren, und wir haben Anrecht, wieder als Menschen geboren zu werden, wenn wir diese fünf Tugendregeln einhalten. Wir verlieren unser Anrecht für eine Weile, wenn wir sie nicht einhalten. So. Was sind die fünf Tugendregeln? Das erste ist, ich übe mich darin, keinem Lebewesen Leid zuzufügen. Und das sind Lebewesen und sind dann Tiere natürlich eingeschlossen. Die zweite Tugendregel, ich übe mich darin, nichts zu nehmen, was mir nicht gegeben worden ist. Die dritte Tugendregel, keinen sexuellen Missbrauch. Das heißt, niemand aufgrund seiner Position oder aufgrund seiner Macht auszunutzen, sexuell zu gebrauchen für seine eigenen Interessen. Das heißt also zum Beispiel Lehrer-Schüler-Verhältnis oder Arbeitgeber-Sekretärin-Verhältnis und natürlich dann auch treu in der Partnerschaft. Ein Frau, eine Mann. Alles andere ist sexueller Missbrauch. Wir haben nur einen, wenn wir einen Partner haben, dann haben wir einen Partner. Und dann können wir nicht zwei haben. Weil das würde dem einen Partner das Herz schwer machen. Und wir wollen den anderen Menschen nicht das Herz schwer machen. So. Also keinen sexuellen Missbrauch, keine Lügen, keine unrechte Rede, keine harte Rede und vor allem auch nicht kritisieren, den anderen zu verletzen mit unseren Worten. Das ist die vierte Tugendregel. Die fünfte ist kein Alkohol und keine Drogen. Alles das, was uns diese Geistesgegenwart nimmt. Weil wir müssen ja realisieren, wie vorhin mit dem Beispiel von dem Menschen, der seine Hand ins Feuer hält, solange der ständig betrunken ist, wird er nicht merken, dass er sich die Hand verdrängt. In dem Moment, wo er mal achtsam ist auf das, wo seine Hand drin ist, wird er die zurückziehen können. Also das ist diese Geistesgegenwart, die wir brauchen, um zu realisieren, was passiert denn eigentlich in unserem Leben? Was passiert eigentlich? Irgendjemand bestimmt da, irgendwie läuft das Leben ständig ab. Irgendwie stehen wir auf, tun das oder tun jenes, aber wir wissen im Grunde genommen eigentlich nicht, wer das bestimmt. Das läuft einfach an uns nebenzu und manchmal, wenn wir einen Moment dieser Geistesgegenwart haben, fragen wir uns, was machen wir da eigentlich?
Das ist uns ab und zu passiert es uns mal, hey, was machen wir da eigentlich und warum machen wir das eigentlich? Ne? Und ansonsten läuft einfach irgendwie ein Programm ab. Zack, das ist eingestellt und es läuft da. Und wir machen. Wir stehen auf, zack, der Wecker läutet, wir stehen auf, wir waschen uns, dann gehen wir zur Arbeit oder gehen an die Uni oder studieren. Und abends kommen wir heim und essen wir was und dann setzen wir uns für die Klotze und dann gehen wir schlafen. Ne? Oder wir gehen mit Freunden aus oder was auch immer. Ne? Aber wer hat das Programm eingestellt? Wir. Wer kann das Programm abstellen? Wir. Wir sind die Programmierer und wir sind verantwortlich für das, was passiert. Auch wenn wir nicht achtsam sind, auch wenn wir nicht geistesgegenwärtig sind. Weil wenn unser Programm abläuft, dann macht es dann einfach Sachen, an die wir uns angewöhnt haben. Man kann auch sagen, die Programme sind Gewohnheiten. Das ist unser Charakter. Und dann sehen wir halt, dass wir einige Dinge machen, die nicht ganz in Ordnung sind. Und dann müssen wir da aufpassen und sagen, okay, abschalten. Abstellen. Und deswegen ist im Grunde genommen die Praxis, den Geist auf eine Sache zu konzentrieren und dadurch die Geistesgegenwart zu entwickeln, wichtig. Das darf man nicht nur einmal in der Woche machen oder einmal im Monat oder einmal im Jahr, sondern das müssen wir im Grunde genommen jeden Tag machen. Jeden Tag, morgens ein bisschen und abends ein bisschen. Also diese 10 oder 15 oder 20 Minuten haben wir da, ne? Wo wir das machen können. Und wenn wir das machen, dann werden wir merken, da kommt auf jeden Fall mehr Zufriedenheit und mehr Ruhe in unser Leben. Machen wir es nicht, vergessen wir es einen Tag, kommt schon wieder die Unruhe und dann tendieren wir das, wenn wir es einen Tag vergessen haben, zwei Tage zu vergessen, dann drei Tage und dann plötzlich hören wir wieder auf. Weil wir denken, es bringt sowieso nicht. Aber es bringt etwas. Wir sagen, natürlich sind unsere Programme, natürlich ist unser Charakter sehr festgefügt. Aber im Deutschen sagt man, ein steter Tropfen höhlt den Stein. Wenn man jeden Tag meditiert, wenn man jeden Tag praktiziert, dann wird selbst der festeste Charakter wird er weich. Und dann kann man ändern. Wenn man jeden Tag wieder drauf schaut, hey, ich habe doch das gemacht und das will ich doch eigentlich nicht mehr tun. Ne? Und dann kann man das irgendwann mal lassen. Nicht von heute auf morgen. Das geht, so schnell geht das nicht. Ne? Aber im Laufe der Zeit. Im Laufe der Zeit kann man das lassen. Aber das heißt auch noch, dass wir nicht nur diese Geistesgegenwart gebrauchen, die uns nämlich sagt, hey, was machst du jetzt? Ne? Sondern wir müssen auch ein bisschen Weisheit entwickeln. Wir müssen auch ein bisschen untersuchen oder analysieren. Wenn ich das mache, zu welchen Ergebnissen führt das? Ne? Und es gibt drei Formen von Ergebnissen. Es gibt ein gutes Ergebnis oder ein freudiges Ergebnis oder ein angenehmes Ergebnis oder ein neutrales oder ein unangenehmes. Ne? Was auch immer wir tun, das Gefühl, das damit kommt, das wissen wir doch. Ne? Da brauchen wir niemanden zu fragen. Ne? Wir wissen das, wenn wir etwas tun, welches Gefühl sich dann ergibt. Und dann damit kann man das auch entscheiden, ach, wenn ich das tue, dann ist das doch vielleicht gar nicht so heilsam, dann sollte ich das vielleicht sogar sein lassen. Das ist eine Form von Weisheitsentwicklung. Analyse unseres Lebens, Reflexion über unser Leben, das, was ich am Ende der Meditation gesagt habe, lass uns erstmal für die Meditation reflektieren, was ist eigentlich passiert, was kommt da ständig in den Geist, was läuft gut und was läuft schlecht. Und dasselbe, das müssen wir am Tag machen, am Abend machen und mit unserem Leben. Na, was ist heute abgelaufen? Und dann sehen wir nämlich, wenn wir das ein paar Tage machen, dann sehen wir, wie da wirklich ein Programm abläuft. Da sind wir gar nicht dabei. Wir machen es automatisch, sagen wir so. Ne? Und deswegen geraten wir dann auch automatisch ständig in diese Schwierigkeiten, die wir haben. Ne? Und dann müssen wir die Automatik rausstellen, und sagen, so, jetzt müsste ich mal aufpassen und mein Leben in die Hand nehmen. Ne? Nicht Opfer sein von seinen Programmen oder von seiner Automatik oder von seinem Charakter oder von seinen Tendenzen oder wie auch immer ihr das bezeichnen wollt.
sondern wirklich das Leben in die Hand nehmen. So, was mache ich jetzt? Warum will ich das machen? Und welche Resultate erhoffe ich mir? Ne? So. Und dann mal einfach auch überprüfen, ja, wenn ich das jetzt gemacht habe, habe ich denn meine erhofften Resultate bekommen? Und dann werden wir sehen, in den meisten Fällen eigentlich nicht. Ne? Der Geist verspricht uns irgendwas. Das ist ganz toll im Versprechen. Ne? Wenn du das machst, dann wird das passieren. Und dann machen wir das, und dann passiert's nicht, ne? Und dann redet das sich sofort raus, ne? Ja, das hast du aber nicht so richtig gemacht, oder so hättest du es machen sollen, oder so machst du, dann machen wir es nochmal, und dann passiert wieder nichts, und dann machen wir es nochmal, und passiert wieder nichts, und ständig redet das sich raus, ne? Und dann müssen wir realisieren, dass da zwei Kräfte in unserer Brust wohnen, ne? Oder in unserem Chitta, oder in unserer Seele wohnen, ne? Wie Goethe schon so schön gesagt hat, zwei Seelen wohnen ach in meiner Brust. Ne? Und das ist einmal die Kraft des Bösen und das ist die Kraft des Lichts, des Guten. Mit dem Bösen kann man sagen, das ist unser innerer Schweinehund, der will einfach nicht. Ne? Und der zieht uns und zerrt an uns, ständig zerrt er an uns. Ne? Wenn das was zu mühselig ist, ah, das ist auch zu mühselig, das bringt das sowieso nicht. Ne? Und dann lassen wir schon sein. Nein, jetzt bin ich zu faul dazu. Nein, jetzt bin ich zu müde dazu. Das ist alles der innere Schweinehund. Ne? Der ständig uns sagt, der ständig uns rauszieht. In buddhistischen Terminologie bezeichnen wir das als Kilesas. Und die Kilesas, die ständig was wollen, die nie zufrieden sind mit was, die ständig was tun müssen. Ne? Und ob das jetzt ein Anrufen sein ist oder spazieren gehen oder ein Buch lesen oder Musik hören oder dies machen oder dahin fahren oder dorthin fahren. Und wen fahren wir dorthin und dorthin? Und da sind Leute und dort sind Leute. Und da sind Häuser und dort sind Häuser. Und wir setzen uns in ein Auto hin und dann bewegen wir 50 bis 100 Kilo von einem Ort zum anderen. Ne? Und wer ist dann dort? Wir. Genau dieselben Schwierigkeiten, ne, sind da. Selbst wenn wir in Urlaub fahren, die Schwierigkeiten gehen mit uns. Wo immer wir auch hingehen, unsere Schwierigkeiten gehen immer mit uns. Die können wir nicht irgendwo abladen. Wir können sie nur abladen in dem Moment, immer, wenn wir in die Meditation gehen. Dann können wir unsere Schwierigkeiten, Sorgen, Nöte, Ängste, alles abladen. Und existiert das nicht mehr. Und dann kommen wir raus aus der Meditation, dann kommen sie wieder und sagen, hallo, seid ihr schon wieder da, ne? Nach dem schönen Motto, habt ihr auch so gut geschlafen? Na, dann ist ja alles klar, ne? Hallo, liebe Sorgen, seid ihr auch schon wieder da, ne? Und dann müssen wir halt mit Weisheit unser Leben angehen und wirklich mal untersuchen und all die Dinge, die zu unangenehmen Ergebnissen führen oder unheilsamen Ergebnissen führen, müssen wir dann einfach mal sein lassen. Das ist nicht einfach am Anfang. Ne? Aber wenn wir ein bisschen Frieden und Zufriedenheit in unser Leben kriegen wollen, nein, dann das kann niemand für uns machen. Wir sind verantwortlich für uns. Ne? Und wir können niemand verantwortlich für unser Unglück machen. So gern wir das auch machen, ne? Wir suchen ja immer gleich nach dem Sündenbock, ne? Im Christentum legen sie das alles auf den lieben Gott, ne? Du hast mir alles angetan. Manche, die ihm besser sagen, ach, du hast mir diesen Prüfstein auferlegt. Nein, es ist nicht der liebe Gott, der uns den Prüfstein auferlegt, ne? Aber interessant ist, wenn sie im Lotto gewinnen, dann rennen sie auch nicht in die Kirche und sagen, lieber Gott, dann nimm diese Last von mir, ne? Das ist nur, wenn uns was Gutes passiert, dann denken wir immer, das ist unser Recht. Passiert uns was Schlechtes, dann denken wir immer, das ist die Schuld eines anderen. Und das ist eine falsche Ansicht, ne? Das geht nicht, ne? Entweder ist alles unsere Schuld oder es ist alles die Schuld eines anderen. Ja, und dann können wir nichts mehr machen. Nein, es ist alles unsere. Es ist alles unser Wirken. Was auch immer wir tun, das wird Ergebnisse haben. Was du säst, das wirst du ernten. Jeder Bauer weiß das. Ne? Säe der Kartoffeln, dann wird er Kartoffeln ernten und kein Weizen. Ne? Ja, säe man Hass, dann wird man Hass ernten und keine Liebe.
Sei mal Liebe, dann werden wir Liebe ernten und kein Hass. Sei mal Großzügigkeit, dann werden wir Großzügigkeit ernten, ne? Und kein Geiz, ne? Alles das, ne? Und das ist ja so schwierig, ne? Wir wollen ja immer, dass uns die Sachen gegeben werden, aber wir sind also so wenig bereit zu geben. Wir wollen, dass die anderen die Dinge für uns machen, aber wir sind so wenig bereit, Dinge für andere zu machen. Na, und dann wissen wir es doch, dann verstehen wir uns doch langsam, ne? Was wir für andere nicht tun, ja, wieso sollen andere das für uns tun, ne? Da gibt es ein schönes deutsches Sprichwort, was du nicht willst, dass dir man tut, das füge auch keinem anderen zu. Und umgekehrt geht's natürlich auch. Was du willst, dass dir man tut, das füge anderen zu. Wenn du willst, dass man dich nett behandelt, dann behandel andere nett. Wenn du willst, dass man dir großzügig ist oder dir verzeiht, ne, dann verzeih halt auch anderen. Ne? Und dieses Gesetz in buddhistischer Terminologie heißt Karma. Was Ursache und Wirkung. Was auch immer wir tun, und sei es jetzt in Gedanken, sei es in Worten und in Taten, das kommt wieder zu uns zurück. Sind es liebevolle Worte, dann kommen liebevolle Worte zu uns. Sind es hasserfüllte Worte, dann kommen hasserfüllte Worte zu uns zurück. Und so weiter und so fort. Was auch immer wir säen, das werden wir ernten. Oder kommt alles wieder zu uns zurück. Und das heißt ja natürlich nicht, dass jetzt, ab jetzt das erst zurückkommt, sondern schon die ganze Zeit. Von unserem Start des Lebens. Ne? In welcher Situation wir auch jetzt uns immer befinden, ist unser eigenes Wirken. Das ist nicht die Schuld eines anderen. Und das ist natürlich hart zu akzeptieren. Wir denken immer, der Staat ist schuld, oder manchmal die Familie ist schuld, oder der Freund ist schuld, oder der Arbeitgeber ist schuld. Nein, wir. Wir alleine. Wir sind verantwortlich für uns selber. Wir könnten nicht den Weg rausfinden, wenn wir jemand anders dafür schuldig machen. Wir können den Weg rausfinden, wir können zum zufriedenen Leben finden, wenn wir die Verantwortung für unser eigenes Leben vollkommen auf uns nehmen. Für alle Situationen. Und wenn man dann mal ein bisschen routiniert in dieser Sache ist, dann sagt man, na, kommt gerade eine schwierige Situation auf uns zu und sagt man, hallo, bist du schon wieder da, mein Liebeskammer? Ne? Ich habe dich ja früher mal gemacht. In den meisten Fällen erinnern wir uns nicht, weil das Karma, was wir jetzt in diesem Leben erleben, ist meist das Karma von den früheren Leben. Und da erinnern wir uns natürlich nicht daran. Aber wenn wir dann irgendwann mal ein bisschen achtsamer sind, ein bisschen genauer, also ein bisschen eine schärfere Form von Geistesgegenwart haben, dann können wir in unseren Charakter reinschauen oder in unseren Geist reinschauen und dann sehen wir die Tendenz, die zu dieser Art von Karma führt, sei es jetzt negatives Karma oder positives Karma. Die ist nämlich immer noch da drin. Und das Karma wird immer wieder so kommen, immer wieder zu uns zurückkommen, bis wir diesen Dorn da aus unserem Herzen reißen. Bis wir diese Tendenz rausreißen und vernichten. Und dann kommt es, dann hört es auch auf zu kommen. Ne? Solange man den Wasserhahn immer noch aufgedreht hat, ne, wird das Wasser rausfließen. Ob das jetzt ein schwarzes Wasser ist, das vergiftet ist, oder ob das weißes Wasser ist, das gut ist. Ne? Solange wir den Wasserhahn nicht abstellen und alle Tendenzen unseres Geistes führen zur Kammer. Ne? Und deswegen können wir das im Grunde genommen nicht am Anfang, wir können das alles in unserem Herzen sehen. Deswegen ist Praxis im Grunde genommen nicht die Praxis, den anderen zu heilen, sondern die Praxis, uns selbst zu heilen. Bei uns selber zu schauen und nicht die anderen. Was immer, ich sage dann immer manchmal, ne, die Welt als Spiegel unser Selbst, ne, was immer wir in dem anderen sehen, was immer wir in den anderen hassen, ne, das ist da bei uns. Wo immer wir den anderen dafür verachten, das haben wir in uns selber. Weil im Grunde genommen sind die anderen eine Projektion unseres Selbst,
unseres Egos. Und das ist natürlich sehr schwierig am Anfang, sehr schwierig zu akzeptieren. Aber wir werden fündig werden, wenn wir ein bisschen reingehen und schauen. Ne? Hast du nicht auch diese Tendenz? Nein, habe ich nicht. Hast du nicht? Ne? Schau mal. Ne? Nein, habe ich es nicht. Wirklich nicht. Ne? 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 Na, komm, gib's doch zu. Ja, aber nicht so. Ne? Nein, nicht so. Nicht ganz, ganz sicherlich nicht so. Ne? Ne? Und dann haben wir schon gefunden. Ne? Aber am Anfang will das nicht zugeben, dass wir genauso sind wie der andere. Das, was uns an den anderen stört, ist nämlich in uns. Ne? Haben wir das nämlich rausgerissen, dann stört es uns nämlich nicht mehr am anderen. Interessanterweise. Dann haben wir nämlich sogar noch Mitgefühl mit dem anderen. Und man weiß, durch welche Situation der geht. Ne? Das ist nämlich alles nicht angenehm. Und wir machen uns anstatt in unseren Beziehungen oder Partnerschaften machen wir uns das Leben nur zur Hölle, wenn wir dem anderen ständig immer wieder eins drauf geben. Dann geben wir uns nämlich selber auch immer wieder eins drauf. Ne? Und jeder Schlag, ne, tut weh. Und wenn wir dann anfangen an uns selber, ne? Wir müssen uns nur uns verbessern. Ne? Den Partner, der soll sich selber verbessern. Wir. Ne? Also das ist so einfach, ne? Das ist so einfach zu sagen. Du hast ein Problem, musst du ändern. Und er kommt an und sagt, na, du hast ein Problem, musst du ändern. Ne? Und dann stehen wir wieder da, ne? Und nichts ändert sich. Ne? Wenn wir selber sehen, dass wir ein Problem haben, dann ändern wir. Ne? Und das ist nicht einfach. Ne? Ich sage nicht, dass es einfach ist. Aber man kann sich dazu erziehen, man kann sich das antrainieren, sich zu ändern. Und das ist halt mit Hilfe dieser Praxis. Und vor allem halt, erstmal muss man ja registrieren, erstmal muss man ja mitbekommen, was man da macht. Ne? Hey, was machst du denn eigentlich da? Ne? Oh, weiß ich nicht. Warum machst du das? Weiß ich nicht. Ne? Denk einfach so. Ne? Und dann machst du, hey, warum denkst du das? Ne? Warum denkst du, dass das jetzt gerade zu Guten führt? Hat es schon jemals zu Guten geführt? Und dann die Erinnerung, nö, hat eigentlich noch nie zu Guten. Ja, warum machst du es dann? Ne? Und dann einfach abstellen, sagen, okay, brauche ich ja nicht zu machen. Ne? Wir wollen ja, der Weg des erhabenen Buddhas, ne? Vorhin habe ich ja gesagt, es ist der Weg zur Freiheit von Dukkha, ne? Aber ist auch der Weg zur vollkommenen Freiheit. Ne? Frei zu sein von jeglichen Bedingungen. Ne? Deswegen wird das Nibbana oder die Freiheit auch als das Unbedingte bezeichnet. Das, was nicht, keine Bedingungen unterworfen ist, ne? Wir kennen ja im Deutschen, die Bedingungen fangen ja mit wenn an, ne? Wenn du das machst, dann mache ich das, ne? Das ist ja schon eine Bedingung, ne? Wir sind ja gar nicht bedingungslos, ne? Wenn es jetzt schön ist, dann wasche ich, ne? Wenn es jetzt nicht schön ist, dann wasche ich nicht, ne? Alles Bedingungen, unser ganzes Leben, ne, läuft in diesen Wenn-Schleifen ab, ne? Wenn ich jetzt fertig studiert habe, dann bekomme ich einen Job. Ne? Das wissen wir auch noch nicht. Ne? Manche stehen dann und haben fertig studiert, oder viele inzwischen heutzutage stehen dann viele, die fertig studiert haben und bekommen eben keinen Job. Ne? Und dann schauen sie etwas dumm aus der Wäsche. Ne? Ob wir einen Job bekommen oder nicht, ist auch Kammer. Interessant, ne? Ob wir eine schöne Wohnung bekommen oder eine schlechte Wohnung, ist auch eine Form von Karma. Ob wir viel Geld bekommen oder wenig Geld bekommen, ist auch eine Form von Karma. Das ist nämlich alles das, was wir früher erzeugt haben. Ne? Kriegen wir Arbeit? Ist eine Form von Karma. Ne? Kriegen wir eine Wohnung? Ist eine Form von Karma. Haben wir genug Geld? Ist eine Form von Karma. Haben wir genug zum Essen, ist eine Form von Karma. Wenn man so die Thais anschaut, ne, die haben nie Probleme. Ne, wo immer die hingehen, die haben mehr genug als zu essen. Ne. Die haben immer genug zu essen. Ne. Das ist eine Form von gutem Karma. Ne. Kann ja auch gutes Karma sein. Ne. Wir haben ja nicht nur schlechtes Karma. Ne. Aber dafür haben sie meistens kein Geld. Das ist die andere Form von Karma. Ne?
Aber Geld macht auch nicht zufrieden, ne? Macht nicht glücklich. Aber wenn man zu wenig hat, dann macht das natürlich sehr unzufrieden. So, wenn wir unser Leben wirklich mal von einer anderen Art, ne, unseren Stuhl verrücken, ne, und dann mal von einer anderen, aus einer anderen Sichtweise anschauen, ne, und dann versuchen, diese Dinge zu ändern, dann muss doch mehr Zufriedenheit in unser Leben kommen, ne. Wenn wir anfangen, die schlechten Dinge aus unserem Chitta zu reißen, aus unserer Seele zu reißen, ja, dann, wenn wir, genauso wie wenn wir anfangen, im Garten Unkraut zu jäten, ne. Wenn wir jeden Tag das Unkraut jäten, irgendwann wird mal kein Unkraut mehr im Garten sein, oder? Aber wenn wir natürlich zu lange warten, ne? Wenn wir jedes Jahr nur ein Pflänzlein rausreißen, weil wir zu faul sind beim zweiten, ne? Dann wird es natürlich nachwachsen. Aber wenn wir das machen, ne? Wenn wir ein zufriedenes Leben haben wollen, und dann müssen wir uns wirklich jetzt überlegen, dann müssen wir uns jetzt fragen, ne? Ja, was will ich denn eigentlich in meinem Leben? Hm? Was mache ich mit meinem Leben? Mache ich das? Schaue ich nur auf den Körper? Oder arbeite ich nur für meinen Körper? Weil den muss ich abgeben, das wissen wir alle, wir müssen alle sterben. Hat noch niemand überlebt. Ne? Und wir wissen auch, dass derjenige, der gestorben ist, sein Haus und sein Auto und sein Geld nicht mitnehmen kann. Ne? Und wenn wir für diese Dinge arbeiten, dann arbeiten wir also für die Katz. Ne? Was wir mitnehmen können, ist das, was in unserem Geist ist. Oder was in unserem Herzen ist. Ne? Das können wir mitnehmen. Ob das jetzt nun gute Dinge sind, ist der eine zum Bandit oder zum Räuber geworden, nimmt er das mit. Ne? Ist der andere zum Heiligen geworden oder auf dem Weg zum Heiligen, ne? Dann nimmt er das mit. Ist der eine gut geworden, dann nimmt er Güte mit. Ne? Ist der eine schlecht geworden, dann nimmt er Schlechtes mit. Ne? Wo auch immer wir unseren Geist hinrichten oder worauf immer wir ihn programmieren, diese Programme werden im nächsten Leben da sein. Genauso wie wenn wir heute einigermaßen glücklich einschlafen, dann werden wir morgen auch einigermaßen glücklich aufwachen. Aber schlafen wir heute mit Sorgen ein, dann kommen wir auch, morgen sind wir vollkommen gerädert, ne, und sofort kommen die Sorgen wieder hoch. Ne. Das nehmen wir mit, ne. Was wir von einem Leben zum anderen mitnehmen, sind die Sachen, die wir dem Geist antrainiert haben. Also keine materiellen Dinge, ne. Haben wir ihm Kunst antrainiert, na, dann können wir die Kunst mitnehmen, ne. Haben wir Mathematik antrainiert, dann kann man die Mathematik mitnehmen, die Fähigkeit, mathematisch zu denken. Haben wir Analyse antrainiert, dann kann er den Geist analysieren. Haben wir die Tendenz antrainiert, liebevoll zu anderen zu sein, ja, dann wird man das mitnehmen. Haben wir antrainiert, großzügig zu sein, dann wird man das mitnehmen. Haben wir angefangen, geizig zu sein, dann wird man Geiz mitnehmen. Und natürlich auch die ganzen Resultate dafür. Die Ernte einholen. So. Dann wäre das doch eigentlich sinnvoll, wenn wir was aus unserem Leben machen wollen, uns erstmal die Frage zu stellen, was wollen wir denn mit unserem Leben anfangen? Was ist denn wichtig für uns in unserem Leben? Hm? Ist das Haus oder das Auto oder das Geld auf dem Bankkonto? Ne? Wer weiß, ne? In 2 Jahren mag das ganze Geldsystem zusammenbrechen. Ne? Und dann haben wir nichts mehr. Auch wieder eine Form von Karma. Ne? Da haben wir gearbeitet und dann ist es plötzlich nichts mehr wert. Ne? Wollen wir unseren ganzen Tagesablauf oder unser ganzes Leben auf etwas ausrichten, was wir nicht mitnehmen können, oder wollen wir anfangen, etwas zu entwickeln, was wir mitnehmen können? Ne? Was wir ins nächste Leben mitnehmen können? Und jeder will doch gerne, wir wollen doch alle gerne, dass wir gut behandelt werden. Wir wollen doch alle gerne, dass wir genug Geld haben. Oder wir wollen doch alle gerne, dass wir genug zum Essen haben. Dann müssen wir doch dafür auch sorgen, ne? Dass wir großzügig sind. Mit unserer Hilfe, mit unserer Unterstützung, ne? Unterstützung von anderen. Oder mit dem liebevollen Behandeln von anderen.
Weil diese Dinge kann man mitnehmen. Und da kann man dann auch, kann man gleich auch die Ernte im nächsten Leben einheimsen von diesen guten Taten. Natürlich handelt man, na, ernt man auch natürlich ganz unseren ganzen schlechten Taten. Ne? Wenn wir zum Beispiel ein bisschen hochnäsig sind, ne? Na, das kriege ich alles zurück. Ne? Habe ich alles zurückbekommen. Ne? Alles da gewesen. Alles ist, eins zu eins, ne, ist alles wieder zurückgekommen. Ne? Ob das jetzt ein gutes Karma gewesen ist, das ich gemacht habe, oder schlechtes Karma, habe ich alles zurückbekommen. Ne? Was auch immer ich angestellt habe. Manche sogar schon als kleiner Junge, ne? Was natürlich in dem Moment dann unverständlich ist, aber dann in Retroperspektive, ne, ist das natürlich vollkommen verständlich. Was auch immer passiert ist. Die einen Sachen und die anderen Sachen. Das Gute kann man und das Schlechte kann man. Und das, was jetzt kommt, ist auch wieder. Alles kann man. Das müssen wir uns überlegen. Da müssen wir immer wieder mal am Tag darüber reflektieren, was machen wir jetzt eigentlich? Ist das sinnvoll? Ist das was, was ich mitnehmen kann? Ist das was, was ich wünsche, dass ich das zurückbekomme? Ne? Und dann dementsprechend unser Leben ausrichten. Und dann kann ich mir nicht vorstellen, dass unser Leben schlechter wird. Sondern kann mir nur vorstellen, dass unser Leben von Tag zu Tag besser wird. Von Tag zu Tag kommt ein bisschen mehr Zufriedenheit. Vielleicht merkt man das am Anfang nicht. Vielleicht sehen wir nur, dass es schwierig ist, gegen den inneren Schweinehund zu kämpfen. Dass es schwierig ist, ne? Aber es ist wertvoll. Es ist etwas, was wir uns wünschen. Wir wünschen noch uns Zufriedenheit und Glück, oder? Und jetzt gibt es einen Weg, zur Zufriedenheit und zum Glück zu kommen, ne? Aber der Weg, den die Massen gehen, ne, das wissen wir auch aus dem Christentum, der führt in die Verderbnis. Der Weg, der steinige Pfad, ne, der führt ins Reich der Himmel. Ne? Und der Weg mit dem Strom, ne, der führt auch in die Verderbnis. Und der Weg gegen den Strom ist natürlich immer schwieriger. Ne? Es ist doch viel einfacher, sich in den Strom zu legen und hinunterzutreiben, ne? als in Strom aufwärts zu gehen, ne? Zur Quelle zu kommen, zur Quelle des Glücks. Und wirklich, ne? Ich leg euch das genauso wie der erhabene Buddha ans Herz, ne? Halt, versucht die Tugendregeln so gut wie möglich einzuhalten. Von jetzt an, das was ihr früher gemacht habt, das ist getan, ne? Das kann man nicht mehr ändern. Von jetzt an, von diesem Moment an. Halt, versucht die Tugendregeln einzuhalten. Der erhabene Buddha hat sie uns gegeben, wirklich ans Herz gelegt. Er hat gesagt, das ist unser Schutz. Ne? Genauso wie wir wissen, wenn wir im deutschen Staat gegen die Gesetze verstoßen, dann wartet die Strafe auf uns. Das wissen wir auch. Ne? Und je schwerer wir gegen die Gesetze verstoßen, ne, dann reicht es nicht, dass wir eine Strafe zahlen müssen, sondern dann müssen wir ins Gefängnis. Und genauso ist es da. Wir kommen in die unteren Bereiche, verstoßen wir gegen die Tugendregeln in einem stärkeren Maße. Ne? Dann kommen wir in die unteren Bereiche und die sind nicht angenehm. Die sind noch viel, viel unangenehmer als der menschliche Bereich. Niemand will als Tier geboren werden und vor allem niemand als Geist oder hungriger Geist. Oder will nicht, wir wollen nicht in die Hölle reingehen. Wir würden schon gerne in den Himmel gehen, na, aber das ist nicht so einfach. Also haltet die Tugendregeln ein, von jetzt an. Und wenn ihr Schlechtes gemacht habt, dann könnt ihr das nicht ersetzen, sondern ihr könnt nur dann versuchen, viel, viel, viel Gutes zu machen, dass das Schlechte halt einfach weniger wirkt. Das ist ganz klar, das ist ich wusste das genauso wenig wie die meisten, die zum Buddhismus stoßen, die kannten das genauso wenig, dass man das eben nicht machen darf oder jenes nicht machen kann. Aber auch selbst im Deutschen, ne, beim deutschen Gericht, ne, Nichtwissen schützt nicht vor Strafe. Einfach weil wir das nicht gewusst haben, ne, heißt es nicht, dass wir dann mildernde Umstände bekommen, sondern wir werden genauso bestraft wie jeder andere, der das weiß. Ne.
Ja, das Weiß wird im Grunde genommen noch ein bisschen härter bestraft, ne? Weil der hätte es eigentlich besser wissen sollen. Und das ist einfach zu unserem eigenen Schutz, ne? Ihr tut mir keinen Gefallen, wenn das ihr einhaltet, ihr tut euch einen Gefallen, ne? Und natürlich auch allen anderen Menschen. Wenn ihr nicht was nehmt, was euch nicht gegeben wird, ist, dann reißt ihr dem anderen, ja, verletzt ihr den anderen nicht. Ne? Wenn ihr nicht auf ihn herabzeigt, ne, dann verletzt ihr den anderen auch nicht. Ne? Auch beim sexuellen Missbrauch, das wiegt viel schwerer als jegliches Wort. Ne? Wenn ein Mann die Frau betrügt oder die Frau einen Mann, ne? Das wiegt so schwer, das ist wie eine Last. Ne? Das sollte man auf jeden Fall nicht machen. So, das lege ich euch ans Herz. Ne? Macht das Beste aus eurem Leben. Ihr seid verantwortlich. Denkt nicht, dass niemand anders verantwortlich. Für euer Leben seid ihr, du persönlich, jeder von uns persönlich verantwortlich. Macht das Beste draus. So. Wenn ihr jetzt Fragen habt, dann könnt ihr die gerne stellen. Ist alles ziemlich neu, oder? Habt ihr vorher eine Religion, wart ihr irgendwie in der Religion drin, oder? Christliche. Ich habe auch in Thailand gearbeitet. Ja, da war sehr oft da. In Tempeln, oder? Ich auch sehr Buddhismus auch interessiert. Ja, dann bleibt jetzt nur noch, jetzt haben wir schon gelesen darüber und jetzt heißt das so, machen. Ne? Du kannst so viel über Kunst lesen, wie du willst, aber du musst irgendwann mal den Pinsel ansetzen. Ne? Ja. Und dann siehst du, wie wenig das funktioniert. Das ist nämlich alles Fertigkeit. Ne? Und praktizieren, meditieren ist genauso eine Fertigkeit. Ne? Du musst den Pinsel stetig halten. Ne? Oder auch wenn es ein Messer beim Schnitzen ist, muss man stetig halten können. Ne? Und den Geist muss man genauso stetig halten können. Ne? Und es hilft natürlich, wenn du lernst, dich zu konzentrieren, ja, dann hilft dir das auch im Alltag. Mit dem Butter ist das Schöne, ne? Man kann Wäsche waschen mit dem Butter, man kann die Wäsche aufhängen mit dem Butter, man kann die Wohnung sauber machen und man geht nicht in Gedanken raus, ne? Man holt sich keinen Mist rein, ne? Das ist das Schöne. Man kann das Butter überall anwenden. Und vor allem bei diesen unangenehmen Tätigkeiten, ne, wo man denkt, das will ich aber jetzt nicht machen. Läuft der Radiosender, ne, der ständig uns sagt, das will ich aber nicht machen, und der ständig diese Unzufriedenheit in unserem Geiste zeigt, ne? Oder das will ich jetzt nicht, da will ich jetzt mich nicht drauf konzentrieren und dann habe ich einen Text, muss ich einen Text lesen, der mich nicht interessiert und dann denke ich, was mache ich nachher und dann gehe ich wieder zurück zum Text und dann was mache ich nachher, weil der uns nicht interessiert. Ne? Anstatt dass ich mich mal für 5 Minuten auf die eine Seite des Textes konzentriere, dann habe ich nämlich auch verstanden, dann muss ich nicht die Seite 10-mal lesen und den Geist einfach nicht rauswitschen lasse. Na, das ist die Fähigkeit, das ist die Form von Konzentration, die viele gute Früchte bringt. Ne? Erstens kriegen wir mit, was wir tun. Ne? Und dann lassen wir das halt mal dabei. Ne? Und es gibt keine gute Tätigkeit oder keine schlechte Tätigkeit, sondern es gibt nur Tätigkeiten, wo man achtsam sind und es gibt Tätigkeiten, wo man nicht achtsam sind.
Weil irgendwann wird es, wenn ihr das macht, ne, werdet alle denken, alle Dinge, die ihr denkt, das sind niedrige Tätigkeiten oder das sind Tätigkeiten, die ich eigentlich nicht machen müsste, und die macht ihr mit Achtsamkeit, dann werdet ihr so viel Zufriedenheit in dieser Tätigkeit allein finden, dass ihr euch wirklich, dass es euch überrascht. Außer ihr müsst denken, ne? Bei einer Tätigkeit, also wenn er arbeitet und denken muss, da geht das Buddha natürlich nicht. Wenn man vorm Computer sitzt und auf dem Web surft, ne, dann geht das natürlich nicht. Ne? Dann gehen alle unsere schlechten Intentionen ab. Ne? Klick, 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 klick und Sonnenwechsel. Ne? Das ist wirklich das. Dafür sind wir. Und danach, nach 4 Stunden, schauen wir, ne, was haben wir eigentlich gemacht? Gar nichts. Nur Mist reingeholt, ne? Nur Mist. Ne? Diese Information, und die war nicht richtig, und jene Information, und die war auch nicht richtig. Weil das ist im Grunde genommen auf dem Web, da stehen ja nur die Meinungen von den verschiedensten Leuten. Jeder kann da seine Meinung publizieren. Ob das mit der Wahrheit zusammenhängt oder nicht, das interessiert die Leute nicht. Jeder denkt ja, was er sagt, ist die Wahrheit, gell? Und dann sieht man, wie vielfältig die Wahrheit doch ist. Wenn man auf dem Internet mal nachschaut, ne, was der eine darüber denkt, vollkommen die Gegensätze. Die Wahrheit ist in unserem Herzen und da brauchen wir nur mit dem Buddha hinzugehen und dann sehen wir die Wahrheit. Ne, und da können wir sie erleben. Aber die Wahrheit kann man nicht ausdrücken. Ne? Das ist das Schöne. Ja? Weil die Wahrheit verändert sich nämlich auch von Minute zu Minute. Wenn wir sie nämlich ausdrücken können, dann müssen wir uns nicht hinsetzen und praktizieren. Ich habe jetzt noch eine Frage. Ja? Und zwar, wenn, wie du sagst, zwei Seelen im Brust wohnen, also eine gute, eine schlechte, und es halt den inneren Schweinhund gibt, was ich mich auch frage, ist, wie kann man beide unterscheiden? Also woher weiß ich, dass das jetzt der innere Schweinehund ist, der sagt, macht nicht weiter, oder ob es vielleicht die gute Seite ist, die mir sagt, mach nicht weiter. Ja, das wirst du erstmal, deswegen sind die 5 Tugendregeln da, ne? Mhm. Also mal grob abzuschätzen, ne? Solange das nicht gegen die Tugendregeln geht, ne, dann ist es schon mal nicht schlecht, ne? Und dann kannst du es noch, die bessere Abschätzung ist das, wenn du es wirklich nicht weißt, das zu machen und auf das Gefühl zu achten, was in deinem Herzen ist, ne? Und wenn du merkst, das geht ins schlechte Gefühl, ne, dann lass das sofort sein. Und wenn du merkst, dass da entsteht ein gutes Gefühl, wenn du das machst, ja, dann mach weiter. Aber es gibt ja trotzdem viel, was das dann überlagern kann. Also es kann ja wieder kompliziert werden, dass man dann trotzdem nicht weiß, ob das Gefühl, was man jetzt hat, also es könnte ja kurz gut sein und dann schlägt es dann doch wieder ins Schlecht um. Und wenn du je näher du an dem auslösenden Faktor bist, ne, von deiner Intention, ne, was du vorhast, ne, desto mehr kannst du spüren, ne. Aber das ist natürlich, das ist klar, am Anfang hält man sich mehr oder weniger nach den Tugendregeln, ne. Und dann muss man halt dann einfach aus Erfahrung lernen, ne. Oder fragen, das habe ich ja früher gemacht, welches Ergebnis hatte das, ne. Wenn ich das noch nie gemacht habe, und da gibt's ganz wenig davon, ne. Dann wissen wir es natürlich nicht. Ne? Und dann aber trotzdem, wenn man es früher gemacht hat und es hatte gute Auswirkungen oder wir denken, es hat gute Auswirkungen, dann immer wieder überprüfen. Ne? Jetzt mache ich das. Ne? Okay, jetzt gehe ich ins Kino, jetzt schaue ich mir mal an. Ne? Wie sind die Gefühle, wenn ich ins Kino gehe? Ne? Wie sind die Gefühle jetzt? Aha, da sind unangenehme Gefühle da. Da will ich irgendwas nicht sehen. Okay, dann lass mich ins Kino gehen. Ah ja, das war eine schöne Ablenkung. Und dann schaue ich wieder in mein Herz und die unangenehmen Gefühle sind immer noch da. Also das ist nicht die Lösung. Ne? Sondern es ist einfach eine Ablenkung. Das ist ja auch okay. Wir wissen, das ist eine Ablenkung. Ne? Das ist ja auch der Grund, warum wir zu jemand anders gehen, mit jemand anders sprechen. Ne? Wir wollen uns von uns selber ablenken. Wir wollen uns von unseren eigenen Problemen ablenken. Deswegen greifen wir auch zum Telefon. Oder deswegen beschäftigen wir uns ja, ne? Auch mit, gehen wir ans Netz, ne? Wir wissen manchmal gar nicht, warum wir aufs Web gehen, ne? Aufs Internet, ne? Einfach um uns abzulenken. Oder wir spielen Spielchen, ne? Auf unserem Computer, ne? Warum, ne?
Wir wissen es meistens gar nicht. Ne? Einfach weil da irgendwo Langeweile ist oder wir sind nicht zufrieden oder unzufrieden. Und dann, bevor wir irgendwas machen, zu schauen, ha? Ne? Und das ist sofort, ne? Was für ein Gefühl da ist. Ne? Und dann zu schauen, was wir gemacht haben, auslöst, ne? Kurzfristig oder auch langfristig, ne? Und dann kann man im Laufe der Zeit langsam entscheiden, ne? Das ist ein Trainingsprozess. Das ist etwas, was die meisten Menschen überhaupt nicht machen, ne? Die folgen einfach nur, ne? Ihrem Kommando, mach das, mach das, mach das, ne? Und das musst du so machen, das musst du so machen. Und die hören ja bei der Meditation auch nicht auf, ne? Und sagen, jetzt musst du das machen, jetzt musst du das, nein, das machst du nicht richtig, nein, das machst du nicht. Ständig kommentieren sie herum, ne? Aber je mehr du praktizierst, wenn du tagtäglich praktizierst, dann kriegst du das, nach einem Vierteljahr kriegst du das mit, ne? Viel besser. Und immer besser und immer besser und immer besser, ne? Und viel genauer auch noch, ne? Das ist ganz klar. Ich habe ja von dem Weg gesprochen, das ist ja Sila, sind die Tugendregeln. Samadhi ist Konzentration und diese Geistesgegenwart. Und Weisheit ist ja diese Reflexion, ne, das Untersuchen. Und die fördern sich ja gegenseitig, die unterstützen sich ja, eine unterstützt das andere. Haben wir ein bisschen mehr Weisheit, ne, dann sehen wir die Tugendregeln, wo wir sie nicht einhalten. Ne. Haben wir ein bisschen mehr Konzentration, dann können wir viel schärfer sehen, ne. Das ist wie wenn du das Licht anschaltest, ne? Wenn du im Dunkeln bist, dann siehst du auch nicht, was das ist, ne? Schaltest das Licht ein, oh, ja, eine Tür, oder? Türgriff, oder? Machst, ne? Und so unterstützen sich alle diese drei Faktoren, alle diese drei Säulen gegenseitig, ne? Tugend macht, wir sagen ja auch im Deutschen, ein gutes Gewissen ist das beste Ruhekissen, ne? Dann kommen wir viel einfacher zur Ruhe, ne? Und genauso die Konzentration. Ne? In dem Moment, wo wir bewusst sind, was wir machen, ne? Ja, dann können wir entscheiden. Wenn wir nicht bewusst sind, können wir auch nicht entscheiden. Dann läuft das einfacher. Okay? So, sonstige Fragen? Was lernen ist, oder wie man lernt. Also wenn ich jetzt weiß, dass zum Beispiel, dass ich ungeduldig bin oder ja, dass ich nicht großzügig bin oder dass ich untreu bin oder was auch immer, mhm, und ich das weiß, wie lerne ich es nicht zu sein? Also ich, okay, in dem Moment, wo du es... In dem ich ja, einfach nicht mehr untreu bin. Ja. Oder? Ja, ja. Das ist natürlich, in dem Moment, wo du den Gedanken hochkommen siehst, nicht mehr untreu zu sein, sagt nein, ich will treu sein. Jeder Mann ist dasselbe, ne? Alle Mann haben dieselben, ne? Wir denken, dass sie sind anders, ne? Und bei der Frau ist es genauso, ne? Also die Anatomie einer Frau ist dieselbe, ne? Anatomie eines Mannes ist auch dieselbe, ne? Wir denken immer nur, dass der andere uns was geben kann, ne? Das ist aber auch nur, weil man unzufrieden sind mit dem, was wir bekommen. Wir sind unzufrieden mit uns selber. Wir sind nicht unzufrieden mit dem Mann, ne? Oder dem Partner. Und deswegen suchen wir es auch. Was anderes, ne? Weil das was Neues ist, ne? Und was Neues scheint ja, ist ja neu, ne? Aber in dem Moment, wo es gebraucht ist, ne, dann ist ja auch schon alt und das kennen wir schon, ne? Und dann wollen wir wieder was Neues, ne? Und dann gehen wir immer raus, ne? Anstatt immer reinzugehen, ne? Weil die Unzufriedenheit will ja ständig was Neues, ne? Die will ja nicht das Alte. Das Alte kenne ich ja schon, ne? Und ob das jetzt ein Mann ist oder Musik ist oder das ist oder jenes ist, ne? Das muss immer was Neues sein, ne? Deswegen müssen wir ja die Mode oder die Haare jede zwei Wochen oder drei Wochen ändern, ne? Weil das ist einfach Altes, ne? Aber die Haare bleiben Haare, oder? Und was verändert sich, wenn du deine Frisur änderst? Nein, gar nichts. Ne? Du hast nur das Gefühl, es ist was Neues, da jetzt sitzt. Ne? Und bei der Geduld, man wird geduldig, indem man einfach übt, sagen, okay, lass doch mal den anderen seine Sache machen. Ne?
Oder warten, ne? Warten können, ne? Oder dem anderen einen Vortritt lassen können, ne? Zum Beispiel im Supermarkt, ne? Da sieht man, hat eine eilig, okay, komm, ne? So übt man Geduld, ne? Und das ist schwierig, ne? Oh, wir wollen nämlich als Erste in den Bus rein oder in den Zug rein oder in die U-Bahn rein, ne? Wir wollen nicht die anderen vorlassen, ne? Ja, ist das so, oder? Und früher wurde man noch angehalten, ne? Ich weiß noch, in meiner Jugend wurde man noch angehalten, wenn wir im Bus saßen, ne? Und da kam eine ältere Person aufzustehen, ne? Da haben sie uns aber, ja, und dann sind wir halt aufgestanden, ne? Wollten wir ja auch nicht, ne? Aber das war damals noch so, ne? Da kam der Moment, wo das erste Mal jemand für mich aufsagt, ach du Mann, ich bin jetzt schon. Ja, ja, und dann wird man halt älter, ne? Und das Älterwerden, das ist nicht immer ganz einfach, ne? Und was wird älter? Nur der Körper. Und wir messen unser ganzes Leben nur an diesem einen Körper ab, ne? Der Geist, der ist genauso jung und frisch, ne? Und schaust in den Spiegel und, ah, oh, bin ich wieder alt, schaue ich alt aus, ne? Denn die Falten werden immer mehr. Und das andere Geschlecht können wir nicht mehr so anziehen, ne? Schaut sich nicht mehr um. Das heißt, wir sind schon alt geworden. Ja, ist das so, oder? Das ist doch, warum putzt man denn unseren Körper auf? Um das andere Geschlecht anzuziehen, oder? Warum macht man so gewisse Bewegungen, ne? Ob das jetzt ein Männlein sind oder Weiblein sind, jeder hat sein Spielchen, ne? Und wenn man sich da mal rauszieht und das beobachtet, ist das ganz witzig, ne? Wie die Männlein da versuchen, ein Weiblein anzuziehen und das Weiblein versucht mit so ein paar Blicken ein Männlein anzuziehen, ne? Und das, man schaut sich das von außen an und dann, ne, sieht man das, ne? Und deswegen machen wir uns, das ganze Äußerliche ist nur dafür da, ne? Aber es ist nicht auch, Selbstwertgefühl sein, wenn man auf seinen Körper achtet. Und natürlich kannst du auf deinen Körper achten, aber das heißt, du musst ja nicht jedes Mal ständig was Neues anziehen, ne? Weil der Körper, das hat ja nichts mit dem Körper zu achten drauf, ne? Dass ich heute mal rot anziehe und morgen mal gelb anziehe, ne? Und übermorgen ziehe ich schwarz an und dann ziehe ich wieder weiß an, ne? Und dann muss ich mir jede zwei Monate, ne, wenn ihr in euren Kleiderschrank schaut, ne, was sind da drin, ne? Alles Arbeit. Habt ihr euch alles wirklich erarbeitet, ne? Und wie oft zieht ihr das an? Ein paar Mal und dann ist es alt, ne? Was? Freunde, alt. Ne? Selbst Menschen haben eine Robe an, ne? Wenn die dreckig ist, wird sie gewaschen und wird sie wieder angezogen, ne? Außerdem, wenn sie kaputt geht, dann wird sie repariert, nur so lange, bis sie nicht mehr repariert werden kann, na, und dann wird sie neu gemacht. Und wie viele Paar Schuhe, ne? Und dafür arbeiten wir, das ist Geld, ne? Das ist nicht einfach zu verdienen, nur das Geld, oder? Ja, dann schaut es euch an, ne? Das ist, ne? Das ist das, was wir, ne, da zu sehen, ne? Da kommt man in die Wohnung rein und dann sieht man, das haben wir uns alles irgendwo erarbeitet, ne? Und die meisten Dinge stehen nur rum, ne? Und dann sind sie nur noch Staubfänger geworden, ne? Und wenn man dann sehen, das braucht man, ne? Immer wieder dasselbe, ne? Und dann die Zufriedenheit entsteht auf deinem Herzen, oder? Und was braucht man dazu? Butter, 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 ne? Und dann ist die Zufriedenheit da. Wenn du allein bist, dann mach Butter, Butter, Butter. Und dann wirst du plötzlich nicht mehr alleine sein. Willst du Glück? Dann such Butter, 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 Butter. Und dann wirst du Glück erfahren. Und was ist denn, ne? Das ist doch der Weg. Das ist der Weg rein, ne? Und das andere ist immer raus, ne? Raus findest du keine Zufriedenheit.
Nur ganz kurzzeitig, ne? Wenn Sie einen Kaffee trinken, okay. Was willst du machen? Kaffee, damit Sie ins Kino gehen. Und dann willst du was essen, dann willst du das machen, dann willst du das machen, das machen, das machen. Und dann immer nur ist ein ganz kurzer Moment, wo die Gier praktisch aufhört. Denk mal, das ist Zufriedenheit. Aber 2 Minuten oder 5 Minuten später entsteht eine neue Gier, ein neuer Wunsch, ne? Und dann müssen wir den schon wieder ausführen. Und ständig sind wir einfach, irgendjemand treibt uns immer mit dieser Peitsche an. Wunsch, 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 Wunsch. Oder nicht wollen, nicht wollen, nicht wollen. Ne? Und da folgt man. Ne? Und diesen Kreislauf zu unterbrechen und sagen, nö, muss ich doch gar nicht machen. Will ich doch gar nicht. Mich selber in Frage zu stellen oder das was da kommt, ne, in Frage zu stellen, ne, wie das Weiße oder das Dhamma, ne, stellst du sagen, nö, will ich gar nicht. Und dann wird er in Momenten schwanken, ne? Und dann kommt er wieder mal was anderem, ne? Na, wenn das brauche ich nicht, aber dann will ich das, ne? Musst einfach nur, ich sage nicht, dass das einfach ist am Anfang, ne? Aber wenn du das tagtäglich machst, ne? Irgendwann kommst du mal in eine Routine rein, wo es leichter fällt und dann wirst du sehen, ne? Das muss einfach zu guten Resultaten. Weil wir uns immer wieder zurückbesinnen, ne? Immer wieder zurückbesinnen. Das ist ja der Religiöse heißt wieder zurückzufinden zum Ursprung, ne? Ja. Im Grunde genommen ist Buddhismus die einzige Religion in dieser Welt, ne? Sag nicht, du musst glauben, ne? Nein. Finde immer wieder den Ursprung, ne? Ja. Aber die Sinnesgierden sind halt einfach da, ne? Das zieht, ne? Das zieht immer so raus, ne? Muss man sich selber zurückhalten, ne? Ich merke, wenn ich eine Weile hier war, da komme ich nach Hause und die Wohnung ist ja ganz ruhig. Und dieser Automatismus, sofort das Radio anzumachen. Wenn ich nicht aufwache, mache ich das und denke, um Gottes Willen, dann mache ich sofort wieder aus, also. Ja? Weil ich merke, du willst das ja gar nicht. Warum macht ich das Radio an? Ja, aber das ist das. Aber wenn du länger drin bist, machst du es wieder. Richtig. Ne? Ja. Ja, klar, weil dann der Alltag und die Arbeit. Mhm. Aber man macht das eigentlich, um den Kopf nicht zu hören. Hm? Richtig. Um den Kopf nicht zu hören. Ja. Und dabei haben wir unser inneres Radio, das 24 Stunden am Tag läuft, ne? Ständig sagt, was wir wollen. Ständig sagt, was wir fühlen, ne? Das ist so, wie wenn du im Fußballspiel gehst oder Handballspiel gehst und da ist dann hinten ein Kommentator und sagt, was da auf dem Spiel fällt. Als ob du keine Augen hättest. Ne? Ja, ist das so, oder? Der kommentiert, was wir tun. Als ob wir so blöd wären und gar nicht wissen, was wir tun. Ne? Jetzt fühlst du das, jetzt musst du das und so weiter. Ne? Und das Radio mal ausschalten, sagen, zack. Und dann kommt Ruhe rein, ne? Genauso wie wenn sie dann in ihre Wohnung geht und das Radio nicht einstellt, dann ist es ruhig, ne? Aber in dem Moment, wo sie wieder anstellt, ne, dann ist es furchtbare Chaos, ne? Tja, es liegt nur an euch, ne?